Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Speedrun-Folge. Es geht hier einfach ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Und ja, viel Spaß. Hast du die Bienenstöcke schon niedergebrannt? Ja, die Bienenstöcke habe ich schon verbrannt. Ich bin jetzt im Haus drin. Okay. So. Ich bin nur leicht abgesetzt. Easy, easy. Geht das fast. Oder ist vielleicht sind ja diese letzten 2 Minuten dann echt entscheidend. Ich muss den Schlüssel holen, weil ich kein Dings habe, kein Dietrich. Da hast du jetzt zum Beispiel das Glack. Du hast jetzt Dietrich hier, das heißt, du musst jetzt nicht den Schlüssel holen. Jo. Dietrich sind immer nützlich. Aber die wenigen ja sowieso nichts. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich welche herbekommen soll, weil ich die am Anfang geskippt habe. Ja gut, das stimmt. Das schnell machen wir. Auch natürlich brauche ich auch einen Dietrich, um den Schlüssel zu holen. Was ist das denn für ein Sinn? Recht? Ja. Ja, dann, ja, ich schätze mal locker irgendwo im Haus zu Dietrich hier. Aus eurem Fell mache ich einen Gesundheit. Traurig ist, dass ein Novizenschlösser. Ja, aber ohne Dietrich kann ich auch keine Novizenschlösser knacken. Ich weiß, klar. Ich werde unten kämpfen müssen und gucken und hoffen, dass irgendeiner das droppt. Darf ich mir Dietrich jetzt cheaten? So 2 oder so? Verpiss dich. Also eigentlich reicht mir einer. Als ob du das mit einem Dietrich schaffst, das Expertenschloss. Okay, ich cheat mir jetzt einen Dietrich und wenn das mit dem nicht klappt, dann gebe ich auf. Was soll ich machen? Hä, hat er gar keiner Dietrich? Nein. Ja, mach dir von mir aus 10 Dietriche, scheiß drauf. War das ein Dietrich? Nee, das war Gold. Was war denn Dietrich? Alter, jetzt muss ich echt gucken, was die ID davon ist. ID, Dietrich. Soll ich warten auf Erik? Das wäre nett. Ja, okay, ich warte mal in Rift. Wenn du mit der also wenn du das aus dem Tresor geklaut hast, dann laufe ich weiter. Bin jetzt ein nice guy. Ach, die ID war A. So, ich habe jetzt genau 10 Dietriche. Okay. Ich mache jetzt weiter. Ich finde es aber total bescheuert, dass man diese Mission ohne Dietrich hier gar nicht machen kann. Ja, schon. Hast du Sachen aus der Sorge geklaut? Nein. Ich habe mir einen Schlüssel geholt. Ich bin aber schon unterwegs. Wie komme ich da unten? Muss ich dieses Lehrlingsschloss aufschließen oder das Adeptenschloss oder wohin muss ich? Da vorne ist so ein Defektor, das Novize, dann gehst du da runter, dann musst du da nochmal los. Okay. Oh, ich hatte einen Schlüssel dafür. Gut zu wissen. Uiuiui, mein Skyrim leckt gerade. So, jetzt muss ich raus. Ich muss jetzt zu Brynjolf zurück. Ich bin zwar immer noch im Haus, aber ich muss jetzt zu Brynjolf zurück. Ich bin ab jetzt in Rifton. Ja. Wo bist du gerade? Ich rede mit Brynjolf. Ah. Ich habe ihm jetzt diese Urkunde gegeben. Okay. Halt! Die Stadt. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Mach die Tür auf, okay. Ich hatte das schon mehrmals, dass die Weißlauftür einfach nicht aufgemacht haben, nachdem ich mit denen geredet habe. Das gleiche gilt für Riften. Die haben die Tür einfach nicht aufgemacht. Das ist echt bitter, weil dann musst du entweder die Tür mit Commands aufschließen oder weil ich halt bei meinem ersten Mal, als das passiert ist, noch nicht wusste, dass das geht, musst du dir einen neuen Charakter erstellen. Geht auch aber auch noch krasser, dass du später in der Mission, wenn du gegen Alduin kämpfst, dass das auch verbuggt ist. Ja, das hatte ich auch schon. Das erste Mal. Das hatte ich auch schon mal. Und da kann man, glaube ich, gar nichts gegen machen, also. Ja, man kann ja Mission halt sonst überhaupt nicht sein. Ach ja. Boah, ohne Fast Travel dieses Spiel zu spielen, ich würde mich umbringen. Ja. Es gibt ja Leute, die machen das wegen Immersion. Die machen, das einzige Fast Travel, was die machen, ist von dem komischen Wagen-Dings. Vor allem, das wir nach Riften benutzt haben. Das ist das einzige Fast Travel, was die benutzen. Ansonsten immer mit Pferd oder zu Fuß. Dann durch das Dungeon laufen. Ich glaube, das ist sogar richtig schwer, wenn man das irgendwie auf Experte, Meister oder Legendär spielt. Okay, auf Experte vielleicht. Auf Experte geht eigentlich. Auf Experte habe ich das die ersten Male immer durchgespielt. Auf Experte spiele ich normalerweise. Auf Meister, wenn ich das ein bisschen schwieriger haben will. Und auf Legendary, wenn ich mit dir spiele.
So, egal, man kann einfach das Nest vergiften und weiterlaufen. Oh. Ja. Ja. Ja, komm, stirb einfach, Alter, dieser blöde Zauberer. Hat der vielleicht. Ja, er hat Zaubertränke der kleinen Heilung, das ist gut. Zaubertränke. Heilung, Heilung. Und er hatte noch irgendeinen Ring, genau, Kette der Ausdauer. Wäre ich hier an dieser Stelle fast gestorben. Ich bin auch fast gestorben bei dem Zauberer. Weil der Zauberer so viel Damage macht und dann 50 Skiver noch hinter deinem Rücken sind. Und du schon wenig Leben hattest wegen den ganzen Fallen und Spinnen und so weiter. Hä, hey, warte mal, kann man jetzt nicht mehr hier rausgehen? Da gab's oben den Ausgang? Nein, da ist ein, meinst du da, wo Arsch steht, da brauchst du einen Schlüssel? Mhm. Der Schlüssel also, liegt. Da rechne ich, wow. Ja, ja, hab ich jetzt. Ja. Nein, ich wollte nichts klauen. Jetzt habe ich außerdem was geklaut. Hä? Der Typ hat sich vor mich teleportiert. Was war das denn? Er ist einfach vor mir aufgeploppt. Ach, jetzt müssen wir auch. Mir kommen immer die ganzen Missionen so spät. Wir müssen ja jetzt diesen komischen Agonia im Hafen verfolgen für eine halbe Stunde. Ach mal, bitte nicht. Ach, beim ersten Mal sieht man ja diese Hinrichtung, ne? Das heißt, du kannst dir da die Talos-Halskette abholen. Von dem besten Gott der Welt, der die besten Segen der Welt verteilt. Erik, so Propaganda. Erik. Ich meine, Schreiaufladungen verkürzen sich um 0%, das ist wichtig. Vielleicht ja, vielleicht nein. Eure Versprechungen interessieren. Nun, ich habe eine. Bringt sie mir. Dann reden wir über gut Goldenglanz. Noch kein Feuerbrandwein? Wie enttäuschend. Ich muss jetzt irgendwoher Wein klauen. Ich glaube, ich hätte den irgendwie überreden können, wenn ich das anders gemacht hätte. Pass auf, ob du den vielleicht überreden kannst. Weil die Kiste Feuerbrandwein ist echt weit weg. Beschatte Gollum Ei. Das dauert jetzt nur 3 Stunden. Aber wenn ich 1 Stunde warte, dann ist er schon ein bisschen weitergelaufen und dann ist gut. Okay. Merkt ihr, du kannst 1 Stunde warten und dann ist der weitergelaufen und dann musst du nur hinterher sprinten. Oh, Lerningsschloss. Gollum Ei steht direkt vor mir, Alter. Und er sagt einfach nichts. Okay. Also ich könnte auch durchsprinten und jeden töten, aber das wäre jetzt so nicht jetzt das Klügste. Vor allem, weil meine Aufgabe ist, den Typen zu beschatten. Dann jeden umzubringen und das wäre nicht so richtig schattig. Ist mein FOV eigentlich, FOV eigentlich auf 90? FOV 90. Nee, war es gar nicht. Ja, guck mal. Okay. Irgendjemand hat mich gesehen. Gollum Ei war es nicht, aber okay. Ey, die hat einfach einen Heiltrank benutzt. Ich wusste gar nicht, dass NPCs Heiltränke benutzen können. Ja, doch, klar. Haben doch Dudes aus dem Rattenweg da auch. Hm. Wusste ich gar nicht. Dann kommt aber so ein gelber Schweif. Ja, ja, der hat auf einmal Leben dazu bekommen und war so ein bisschen so gelblich, gelb geleuchtet. Ich glaube, Gollum einen kann einem gar nicht entdecken irgendwie. Und ich bin entdeckt. Ich habe Gollum Ei getroffen. Ich habe Gollum Ei getroffen mit dem Feuerzauber. Alter. Null. Was passiert jetzt? Wird er jetzt aufhören? Was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt umbringen, wenn ich möchte. Möchte ich das? Was passiert jetzt? Ich habe Gollum eingetötet, soll ich eine alternative Informationsquelle finden? Also ich soll das. Also die Quest ist überhaupt nicht fehlgeschlagen. Ich kann jetzt immer weitermachen. Obwohl ich den Typen getötet habe, der uns helfen soll. Alles klar. Du merkst, du kannst Gollum Ei töten und das um einiges beschleunigen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Are you sure about that? Ja. Ja, kannst du. Das habe ich nämlich jetzt aus Versehen gemacht. Schwere Rüstung verbessert auf 21. Schwere Rüstungsskill ist so ein richtiger Opferskill. Du levelst es nur, wenn du viel getroffen wirst. Mhm. Wo bist du gerade? Diese große Strom lernen. Ah. Ja, die habe ich schon gelernt. Ich bin jetzt wieder in diesem komischen Hafen-Dings. Ach,
Mann, wie komme ich hier aus dem Wasser raus? Jetzt bin ich ins Wasser gesprungen, weil das schneller wäre. Aber da gibt es gar keinen Weg hochzukommen. Rip, rip. Okay, ein bisschen schneller war es insgesamt. Man kann, ich glaube, die Hälfte des Weges einfach skippen. Den ganzen Weg leider nicht. Und wenn man so dumm ist wie ich und das nicht findet, dann erst recht nicht. Ach, jetzt gehen wir schon, ich gehe schon in die Ruinen, also du auch gleich. In die Ruinen, wo man betäubt wird und dann ein paar Stunden später aufwacht. Ich muss sagen, tatsächlich, was mir gerade einfällt, oder auffällt, eher gesagt, eines meiner Lieblings-DLCs, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe, war tatsächlich Hearthfire. Ich habe, glaube ich, mit jedem Charakter, seitdem ich die Legendary Edition habe, mir ein Haus gebaut und eine Familie gegründet. Bist du so ein Familienvater? Ja, anscheinend. Ich bin der Weihnachtsmann. Keine Ahnung, wie ich von Familienvater auf Weihnachtsmann komme, aber ich bin der Weihnachtsmann. Alter, dieser bescheuerte Typ. Der muss hier jetzt das Schloss aufmachen, aber der braucht eine halbe Stunde, bis er an der Tür ist. Ja, möchtest du nicht die Tür aufmachen jetzt? Komm. Nö, ja nicht. Komm, mach die Tür auf. Hallo. Willst du mich... Muss ich dich ansprechen oder so? Mach bitte die Tür auf jetzt. Hallo. Alter, willst du mich jetzt... Der Typ will die Tür nicht aufmachen. Echt? Ja. Da ist Schlüssel erforderlich und ich kann mich erinnern, dass er da immer hingeht und so komische Zaubertricks macht. Doch, jetzt hat er, glaube ich, angefangen. Jetzt fängt er schon mal an zu reden, auf jeden Fall. Okay, er macht's jetzt. Alter, das lang dauert. Lass mich durch. Lass mich doch einfach durch. Mann. Bleib einfach 3 Jahre in der Tür stehen. Boah, stressig. Wenigstens spielen wir nicht auf Legendär, sonst wäre ich, glaube ich, schon 20 Mal tot. Mindestens. Mhm. Ja gut, dann hätten wir aber auch ganz anders gespielt. Ja, dann wäre ich jetzt nicht so durchgesprintet wie jetzt. Aber dann würde das auch wahrscheinlich insgesamt viel länger dauern. Ach, hier ist ein Schrei, lol. Ich lerne den mal, weil ich neugierig bin, was das für ein Wort ist. Waffe entwaffnen. Oh! Entwaffnen ist auch ein cooler Schrei, den ich selten benutzt habe. Ich meine, der ist richtig nützlich einfach. Höhere Draugerfürsten. Was? Ich habe einen höheren Draugerfürst? So, jetzt ist die coole Cutscene. Oh, mein Rücken. Ich benutze die Cutscene mal, um meine Aufnahme wieder zu beenden und neu zu starten. Sonst wird die Datei zu groß. Ich hoffe, meine Festplatte ist nicht gleich voll. Da waren noch Aufnahmen drauf. Holy shit, meine Festplatte ist bald voll. Noch 200 GB. Wo bist du? Vor dieser Clown-Tür. Da kommt ein Typ. Hier kommt der Dude gar nicht. Warte ein bisschen. Also ich meine Ingame warte, so eine Stunde oder so. Genau, er konnte dir hacken, ne? Also er einfach dadurch. Mhm. Okay, Maven Schwarzdorn kommt nicht. Oder Maven, wie der Dude heißt. Dann suchen wir ihn doch mal glatt. Vielleicht ist er noch am Kämpfen. Ah, ich wurde abgestochen. Ah, ich sterbe. Hilfe. Okay, Maven. Der ist einfach nicht da. What the fuck? Okay. Okay, lauf ich mal das ganze Dungeon nochmal zurück, vielleicht steht er hier irgendwo noch. Okay, Maven ist dead. Did he actually die during fight? Hey, okay, Mason stand hier die ganze Zeit vor der Tür. What the fuck? Also ich bin jetzt nach Himmelsrand gelaufen und da stand er da. Alles klar. Okay, der kommt auch nicht rein. Alles klar. Hä, muss ich da alleine rein? Nein, eigentlich nicht. Also ich hab ihn die Tür aufschließen lassen, da bin ich instant reingesprintet. Und der ist mir dann irgendwie gefolgt. Soll ich euch beim ersten Mal ist gefolgt, aber. Kommt er gerade nicht mit? Okay. Na, jetzt ist er mir gefolgt, nice. Okay. Dann laufe ich mal wieder zurück. Ui. Ui. Ernsthaft? Ich kann ihn weder überreden, noch einschüchtern, noch bestechen. Wen? Den Typen, mit dem ich jetzt reden muss. Das musst du instant danach machen, nach dieser komischen Cutscene. Ach so. Ah, ich muss jetzt seine Arbeiten vollenden. Okay. Ich muss ins Museum rein, da was klauen, okay. Moment. Habt ihr ein Problem damit? Dann sprecht mit ihm. Ihr findet ihn tagsüber vor den Ruinen. Einfach den Tunnel herunter. Ich schlag da von der Wache, die sagt, ich darf nicht in das Museum rein, ne?
Während sie mit mir redet, gehe ich einfach ins Museum rein. Oh, Expertenschloss. Okay. Ja, ich habe schon wieder Dietriche, ich weiß aber nicht woher. Jetzt habe ich 3 Dietriche, okay, 4 oder so Dietriche einfach random bekommen. Durchspielen. Okay. He killed me. Du bist tot? GG, aus Skyrim ist es. Du bist tot? Der Cutscene, okay. Cutscene. Achso, ich dachte schon. So, und jetzt? Jetzt habe ich die Mission erfüllt und muss irgendwie hier raus. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt bei Schmidt-Entier. Ich bin jetzt mit... Oh Gott, ich bin tot. Ich bin jetzt mit der Quest, die dir Entier gibt, so gut wie fertig. Ich muss hier nur abhauen aus Markert. Okay, jetzt werde ich aber von den ganzen Wachen umgebracht. Aber ich glaube, wenn ich mich einfach ergebe, ich habe ja nichts besonders groß gestohlenes. Jo. Nein, nicht ins Gefängnis, nein! Ein Gefängnis? Oh nein, es ist das Gefängnis, wo ich die Quest bekomme. Lol. Alter. Jetzt muss ich echt diese Questreihe machen. Ist das Safe State davor noch? Müsste ich? Ich hoffe. Ja, okay, ich habe einen Quick Save gemacht, bevor ich das Ding runtergesprungen bin. Alter. Ausgerechnet das Gefängnis, wo man die Quest bekommt. Kopfgeld bezahlen, weil das billiger ist, als zu sagen, ich gehöre zur Gilde. Und dann teleportiere ich mich. Wohin muss ich überhaupt? Lol. Das zählt nicht als kopiert jetzt. Na, ich war noch gar nicht fertig. Alter, ich bin. Hab so hart verkackt jetzt gerade 5-mal. Du kannst deine 2 Minuten Puffer auf jeden Fall gleich einlösen. Also musst du gar nicht einlösen, meine ich. Obwohl du so weit vorne, hinten. Okay, das ist weit, aber ein bisschen hinten bist du ja. Die 2 Minuten Puffer musst du, glaube ich, wirklich nicht einlösen. Ich habe gerade echt hart verkackt. Ich brauchte Stift und Papier, das ist mir ja nicht eingefallen. Also nicht Stift und Papier, sondern Kohle und Papier, aber trotzdem. Papier. Kohle, Kohle, wo ist Kohle? Ja, gibt er dir die einfach oder ist die da in den Schuppen drin? Ja, die ist, da ist so ein großer Raum und da kannst du dir die holen. Ich bin schon wieder dead. Ey, doch nicht. Der Fluss hat meinen Sturz abgefedert. Ich lebe. Kopfgeld 5 Goldstücke. Ja, gerne. So, und damit war es das mit der 2. Folge des Speedruns. Morgen geht es einfach weiter, wie gewohnt. Und dann würde ich sagen, schaut in die Videobeschreibung für die Playlist. Ciao, Leute.